Hallo, meine Lieben. Wie ihr gesehen habt, zeige ich euch heute mein Pastellkreiden-Experiment sozusagen. Habe ich euch ja gesagt, dass ihr da was probieren möchtet und wenn es funktioniert, möchtet ihr euch das gerne sagen. Aber zuallererst, es habt ihr ja mein Intro gesehen. Das haben wir meine zwei Mädels gemacht, die eine gezeichnet, die eine animiert. Dankeschön an dieser Stelle. Es würde mich natürlich auch interessieren, wie euch das gefällt. Vielleicht schreibt es mir das kurz in die Kommentare. Weil ich bin mir vor allen Dingen mit der Musik noch nicht so wirklich sicher, ob ich die lasse. Das Intro selber gefällt mir total gut. Also wie gesagt, bitte in die Kommentare, wie es euch gefällt. Und würde mich total freuen. Weil, wie gesagt, eben gerade mit der Musik bin ich mir noch ein bisschen unsicher, weil die habe ich selber dazu getan. Ansonsten gefällt es mir total super gut. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Ich habe mir ja beim Action die Soft-Pastellkreiden mitgenommen. Ich habe irgendwo im Internet gelesen, dass Pastellkreiden, wenn sie eben nicht ölhaltig sein, also weiche Pastellkreiden in dem Fall, wasserlöslich sein. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn die wasserlöslich sein, dann muss man doch rein theoretisch auch damit Kartenhintergründe machen können. Und habe da jetzt nicht wirklich viel, aber ein bisschen um und um probiert. Und habe eben die vier Karten da gemacht. Das ist eben einmal die da. Dann einmal diese. Sprüche habe ich alle wieder mit der Hand geschrieben. Dann die da. Die gefällt mir total gut. Und zu guter Letzt diese. Und was jetzt wahrscheinlich ganz schwer einzufangen ist, aber das ist so relativ eine raue Oberfläche. Vielleicht der. Ich habe es auch einmal. Ja, meine Kamera mag natürlich wieder nicht. Also die ist relativ rau, die Oberfläche, fällt aber auch nicht ab. Also wenn die getrocknet sind, dann hebt es auch ganz gut. Also da fällt nichts ab oder sonst was. Und wie ich das jetzt gemacht habe, das zeige ich euch jetzt gar nicht. Ist eigentlich gar nicht so wunderwelt schwierig. Also in erster Linie braucht es eben weiche Pastellkreiden. Ich habe jetzt eben da die sehr günstige Variante vom Action genommen. Ansonsten müsst ihr schauen, vielleicht habt ihr sogar welche daheim. Ich habe eben keine gehabt, also ich habe Pastellkreiden, aber die sind im ölhaltig und dass die nicht wasserlöslich sind, ist dann auch klar. Also die da braucht es. Dann braucht es irgendein scharfes Messerle. Ich habe mir da jetzt Aquarellpapier zurechtknicken. Ein paar. Die werden wir nicht alle machen, ich sage euch gleich. Schon habe ich wieder so einen Haufen. Ich habe jetzt leider ein paar hergerichtet. Und dann braucht es irgendein kleines Flaschele mit Sprühfunktion, wo einfach ganz normales Leitungswasser drinnen ist. Eventuell ein paar Tücher und was ich euch empfehlen würde, Handschuhe, weil gerade mit dem Aberkratzen und so kann es sein, dass ihr dann gleich mal die Hände voll habt. Was da nicht so toll ist. So, jetzt machen wir da mal ein Blatt. Es ist doch ein bisschen eine Sauerei, aber nicht schlimm. So. Da sind übrigens wirklich, ich habe die das letzte Mal nicht aufgemacht, relativ schöne Farben dran. Super Auswahl. Ich glaube, die haben nicht mal 3 Euro gekostet. Ich glaube 2,70 sowas um den Dreh rum. So. Ich habe das jetzt auch
mittlerweile mal nur mit dem Aquarellpapier probiert. Ob das jetzt mit einem dünneren geht oder mit Fotopapier oder wie auch immer, das kann ich euch jetzt noch gar nicht sagen, weil ich mir einfach gedacht habe, wegen dem Wasser ist Aquarellpapier sicher die beste Wahl. Ja, und dann sucht sich im Prinzip die Form außer des Haubenbilds. Ich nehme jetzt da mal einmal schwarz. Und dann geht es wirklich einfach mit dem Messer her und schwarz da einfach bisschen Pastellkreide, aber da wo es euch gefällt, ganz unwillkürlich. So. Und dann will ich noch ein bisschen was Kräftigeres dazu haben. Ein Orange. Und halt gut aufpassen und nur vorsichtig drüber, weil schon spricht euch die Kreide zum Schluss ab und dann war das glaube ich auch nicht so toll. So, ich glaube, ich lasse das jetzt einfach mal so. Und dann geht es einfach mit eurem Sprühflaschen her. Jetzt drehen wir die ein bisschen weg. Und sprüht es da drauf. Dann seht schon, dass ich es auflösen anfange. Und je nachdem, wie viel Wasser es da jetzt noch dazu gibt, verrinnt es dann auch ziemlich. Dann gab da oben da immer noch ein bisschen dazu. So. Jetzt birgt sich das natürlich wegen dem Wasser ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Das lege ich jetzt dabei zum Trocknen auf die Seite. Und eben sechs zwecks Putztücher, weil halt es echt ein bisschen was daneben geht und dann ist das auf dem nächsten Battel natürlich auch wieder dran, das ist dann auch nicht so toll. Und die Handschuhe einmal da, einmal da. Jetzt wisst ihr warum. So, dann machen wir das nochmal. Probieren wir so eine Art ja, Muster, sage ich einfach einmal. Ich möchte da jetzt so eine Art Streifen einfach drauf haben. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Und vor allen Dingen eben, wenn es trocken ist, es hat so ganz, ja, wenn über die Oberfläche drüber fährst, es schaut einfach ganz eigen aus. Gefällt mir echt total gut. Geh raus da. Und natürlich je nachdem, wie viel Farbe man hat, kann man sich da natürlich dann ganz toll spielen. Weil je mehr Farben man zur Auswahl hat, umso mehr kann man machen. Dann nochmal ein helleres Violett. Dann haben wir da noch ein bisschen Blau dazu. Ups, jetzt bin ich ein bisschen drüber. Was tun wir jetzt da unten noch? Orange. Knallen wir noch Orange hin. Also ein bisschen variieren kann man schon und dann eben wieder einfach vorsichtig drauf lossprühen. Ich hau da jetzt bewusst wirklich mehr Wasser drauf, damit es auch ein bisschen schwimmt. Weil das ist mir das nächste, was ich euch sagen wollte, die kann man dann auch so ein bisschen verschwimmen lassen. Und da habe ich jetzt natürlich das ganze Wasser und das wische ich immer da allem gleich ein bisschen weg, weil sonst ist es einfach zu viel. Ich schaue jetzt nass nicht wirklich so toll aus, aber wenn es trocken ist, dann hat es wirklich so
eine eigene Struktur, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Das sechs dann, wenn es, wenn es das macht. Jetzt muss ich mir da gerade nochmal ein bisschen Wasser weg tun. Schon schon wieder drüben am Tisch eine Überschwemmung. So. Und dann machen wir eines noch, was ich auch probiert habe, zuerst mit die Pastellkreiden draufmalen und dann sprühen, funktioniert leider nicht. Ich weiß zwar nicht warum, weil es ja vom Prinzip her gleich war. Genauso wenn zuerst mit dem Wasser drauf sprühst und dann mit die Kreiden, dann lösen sie sich auch nicht gescheit auf. Da habe ich mir gedacht, vielleicht, dass man wirklich heißes Wasser nehmen müssen. Das habe ich aber leider noch nicht probieren können. Ich wollte euch jetzt derweil mal das so zeigen. Ja, eins machen wir jetzt noch. Was nehmen wir jetzt? Das Grün möchte ich nochmal, weil das hat mir jetzt gerade ganz gut gefallen. Habe ich das jetzt überhaupt hergenommen gehabt? Nein, das war das andere. Ich weiß es nicht. Jetzt machen wir noch einmal eine unwillkürliche, ohne Muster. Einmal. Und da tun wir jetzt ein Violett dazu. Tue jetzt wieder weniger Wasser drauf, weil dann sechs nämlich dann bleiben mal mehr so ja Körnchen, sage ich jetzt mal, übrig. Das schaut dann auch wieder anders aus. So, machen wir da noch mal sauber. Ja, ich wollte euch das, wie gesagt, nur ganz kurz zeigen. Jetzt muss ich die vorher noch zumachen, weil sonst habe ich meine Hände nachher erst recht wieder voll. Wie gesagt, die Kamera kann es leider nicht so gut einfangen, wie es wirklich in echt ausschaut, aber das sind so teilweise erhabene Stellen und das schaut echt cool aus. Deswegen wollte ich es euch auch sagen, weil man einfach, ja, es gefällt mir einfach gut. Und es ist, ups, da ist mir nass, muss ich aufpassen. Es ist einfach eine andere Möglichkeit, Hintergründe selber zu gestalten. Da habe ich eben zum Beispiel wieder so extrem viel Wasser genommen, wie bei der anderen, und habe das leicht verschwimmen lassen. Da habe ich ganz, wirklich ganz, ganz viel Kreide drauf getan und wenig Wasser. Und dann hast du eben wirklich eher so, ja, es schaut fast wie Risse eigentlich aus. Wenn meine Kamera ein bisschen schärfer stellen darf, gell? Ein bisschen sechses. Also gerade da sieht man es eigentlich ganz gut. Es schaut wirklich so rissmäßig aus. Und eben, je nachdem, wie viel Kreide du drauf tust, wie viel Wasser du dann dazu tust, da kann man wirklich ein bisschen mal rumprobieren. Und da kommt immer komplett was anderes raus. Da sieht man es zum Beispiel auch gut mit den Rissen, was ich meine. Und das schaut halt dann wirklich cool aus. Und wie gesagt, du kannst auch mit den Farben ein bisschen variieren. Wie viel sind da? Da sind jetzt 24 Stück drin in dem Backtel. Also, da kommst du eine Zeit lang gut hin. Ich hätte die Karten falsch, aber egal. Ich wollte es euch ja wegen die Risse zeigen. Ja, also wie gesagt, ich wollte euch die eben kurz zeigen, beziehungsweise wie ich sie gemacht habe. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt,
mein Intro bitte kurz in den Kommentaren, ob ja oder nein. Würde mich freuen, wenn es euch oder wenn es eure Meinung dazu kundtun würdet, sagen wir es einmal so. Und solltet die Technik probieren und vielleicht da eben damit dann Karten basteln. Und dann würde es mich freuen, wenn es mich vielleicht auf Insta verlinkt, weil dann da ich sehen. Würde mich interessieren, wie das dann bei euch ausschaut. Ja, und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ciao!